Herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute schauen wir uns an, wie man Formeln innerhalb von Google Formularen bzw. auch dem Google Quiz darstellt. Google Formulare sind hilfreiche Tools bzw. das Formular an sich ist ein hilfreiches Tool für allerlei Dinge. Das Formular kann auch innerhalb von Google Classroom speziell als Quiz erstellt werden. Grundsätzlich kann jedes Formular zum Quiz verändert werden, indem rechts oben unter der Sektion Quiz das Formular zum Quiz gemacht wird. Die grundsätzliche Frage für Technikerinnen und Techniker oder im Speziellen auch Leute, die Mathematik unterrichten, ist, wie kann ich dort Formeln einpacken? Formeln begleiten den mathematischen Alltag und sind hier nicht darstellbar. Es gibt einen Workaround, der zwar funktioniert, aber sehr aufwendig ist. Der Workaround, den ich bisher nutzte, war das Bild. Ich kann nämlich neben Fragen und auch neben Antworten jeweils über dieses Bildsymbol ein Bild hochladen. Mein Weg bisher war, Word oder Google Tabellen zu nehmen, dort den Formeleditor zu öffnen, die Formel einzutragen, den Screenshot davon abzuspeichern und hier hochzuladen. Das sind viele Schritte auf einmal und diese sind zeitaufwendig und mühsam. Nun bin ich auf Equatio gestoßen, eine Browsererweiterung für den Google Chrome Browser. Da ich ohnehin mit dem Google Chrome Browser arbeite, macht das auch nichts, also muss ich auch meinen Browser nicht ändern. Derzeit habe ich keine Variante für andere Browser gefunden. Fügt man dies dem Chrome Browser hinzu, hat man ganz einfach die Möglichkeit, Google-Formulare mit Formeln zu versehen. Bin ich nun in meinem Google-Formular oder in meinem Google-Quiz und möchte gerne Formeln hinzufügen, sehe ich nach der Aktivierung des Plugins bzw. der Browsererweiterung kleine blaue Kästchen neben den Antworten bzw. auch neben den Fragekästchen. Also hier ist die Frage und auch die Frage kann ich direkt mit so einer Formel versehen, aber auch die Antwortmöglichkeiten. Damit gibt es die Möglichkeit, hier oben eine Gleichung anzugeben und unten die Lösungen oder auch umgekehrt. Ein Klick auf das blaue Kästchen öffnet im unteren Bereich eine Leiste, die Equation Leiste. Und mit dieser Leiste ist es möglich, verschiedenste Dinge abzubilden. Eines davon ist die Handschrifterkennung. Klicke ich darauf, kann ich mit der Hand bzw. dem Touchpad oder auch der Maus hier ganz einfach einen mathematischen Term schreiben. Dieser wird mit ganz kurzer Verzögerung nur rechts umgewandelt in dieses hier, also ein halb plus a. In der Leiste unten gibt es natürlich noch viel mehr. Hier gibt es auch einen LaTeX-Editor oder einen, sagen wir, relativ intelligenten Gleichungs-Editor, wo ich mit dem Dach, also mit dem Hochzeichen, arbeiten kann oder Brüche darstellen kann mit dem Slash. Aber auch andere Dinge sind möglich, wie zum Beispiel die mobile Version davon. Oder einen Math Space zu integrieren. Ausprobieren hilft. Ich möchte in diesem Video nur zeigen, wie dieser Teil hier nun hier oben hinkommt. Rechts unten kann ich mit Insert Math das in das Google Formular transferieren. Dabei wird ein Bild auf den Servern von dem Erweiterungsanbieter abgelegt, direkt hier verknüpft. Wenn diese drei Punkte hier stören, kann man einfach eine zweite Frage erstellen, dann hat man freie Sicht. Auch bei den Antwortmöglichkeiten ist das möglich. Rechts daneben befinden sich die blauen Felder und auch hier kann ich natürlich das alte löschen und ein neues eintragen. Wenn ich nun a ist gleich 5 einsetzen möchte, klicke ich auf Insert Math. Im Hintergrund wird wieder das Bild automatisch eingefügt und dann habe ich hier die erste Antwortmöglichkeit mit a ist gleich 5. Aus Schülerinnen und Schülerperspektive ist das so gestaltet. Immer noch sind die Formeln keine echten Formeln, sondern natürlich Bilder. Aber dieser umständliche Weg mit Formeleditor und Screenshot fällt nun weg. Wenn es mehr als eine Antwortmöglichkeit gibt, klinke ich natürlich auf die zweite Antwortmöglichkeit und auch hier auf die Gleichung. Hier habe ich nun die Möglichkeit, etwas anderes auszuwählen. Durch reines Durchstreichen verschwindet der Teil. Bin ich nun zufrieden, klicke ich wieder auf Insert Math. Auch hier wird ein Bild eingefügt und als Antwortmöglichkeit drücke ich einfach Zweitens oder Zwei und Punkt. Aus der Perspektive von Schülerinnen und Schülern oder von jenen, die eben das lösen möchten, können die dann die verschiedenen Bilder anklicken. Damit ist die Quizwelt wieder um einen Bereich erweitert worden und bietet noch viel mehr als schon zuvor. Viel Spaß mit Formeln in deinem Google-Quiz und bis zum nächsten Mal.